So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Mytas Creative Server Let's Play, yay. Ich habe jetzt tatsächlich die Dwarver Mod mal abgedatet. Stimmt eigentlich mit der Kamera alles? Ja, hoffe ich. Was? Genau. Ich wusste jetzt auch, warum ich das noch nicht abgedatet hatte. Und zwar, wir hatten die Dwarver Mod ja modifiziert gehabt, weil die hat ja diese Fehler gehabt, dass wenn man... Ne, dass wenn sich da bei den Icons irgendwas verändert und quasi, ne, wenn man die Icons komplett rausgenommen hat, dann verschwindet das Icon von der Box, das blieb aber da. Und wenn man da irgendwas anderes hinzugefügt hat, dann wurde es einfach da drauf gezeichnet quasi, weil einfach zwei Objekte da waren. Genauso wie wenn man die gesamte Box abgebaut hat, die Objekte trotzdem da blieben und solche Sachen. Und deswegen hatte ich ja damals diesen Radius manuell erweitert gehabt und weil ich da halt, wie gesagt, manuell selbst Hand angelegt hatte. Deswegen hatte ich mich bisher auch davor zurückgeschreckt, die Mod zu aktualisieren. Jetzt habe ich aber vorhin extra nochmal, also gerade eben, extra nochmal nachgeguckt im Changelog. Dieser Fehler wurde tatsächlich, angeblich, auch schon direkt im Repository gefixt. Das heißt, die Mod ist jetzt tatsächlich nicht mehr modifiziert, sondern so wie sie original von GitHub ist. Und sollte hoffentlich fehlerfrei sein. Das können wir mal ganz kurz ausprobieren. Die Server sind auch schon alle neu gestartet. Ich hoffe mal, es funktioniert alles so. Noch ist kein Server abgestürzt. Ne, normalerweise mache ich ja solche Updates von Mods und sowas alles immer erst nach dem Backup. Gut, ich meine, ich habe jetzt erst gestern gebackupt. Von daher. Ne, stimmt gar nicht, vorgestern. Huh. Jo, okay, die scheint soweit zu laufen. So, und jetzt wäre nämlich die Frage, wenn ich jetzt irgendwas random rausnehme. Achso, ich hab gar keine kleinen. Also 4x4 habe ich gar nicht. Weil das passiert nämlich, glaube ich, nur bei den 4x4ern. Bei den großen habe ich das zumindest noch nie geguckt, ob es da funktioniert. Egal, so, auf jeden Fall können wir jetzt mal gucken. Jetzt müsste nämlich das funktionieren. Wie gesagt, hier ist Erde. Wir haben Erde im Inventar. Und wenn ich jetzt hier einfach mit Rechtsklick draufklicke, hört man genau hin. Macht er nichts. Doch, hat er. Ich habe nur nichts gehört. Er hat die Erde rausgenommen. Normalerweise habe ich gerade auf stumm. Ton verstummt und ich war verstummt. Warum höre ich nichts? Einfach nächster Versuch. Hier ist Shield Gravel. Der ist normaler Kies. Shield Gravel haben wir gar nicht. Komm her damit. So, genau. Rausnehmgeräusch habe ich. Weg damit. Fick die Henne. Okay, das Geräusch ist einfach nur sehr leise. Aha. So, und jetzt hat er mit einmal beide Erdblöcke weggenommen. Deswegen, er nimmt quasi damit einmal alles raus. Das heißt, er braucht einfach nur eine freie Hand. Einmal überall lang klicken. Und schon, voila, ist alles, was hier einsortiert werden kann, auch einsortiert. In dem Fall natürlich nichts, weil wir hatten hier von den Sachen nichts. Gut, außer Cobblestone, aber das Zeug ist hier oben drin, ne? Packen wir es mal nach hier und schon, voilà, alles raus. Ist das nicht genial? Ist das nicht die Imperialisation von genial? So, jetzt habe ich es viermal. Das heißt, ich muss einmal klicken, damit der da reingeht. Die anderen drei sind jetzt noch da. Jetzt ist meine Hand leer. Wenn ich jetzt nochmal raufklicke, sind die restlichen drei Stacks drin. Das ist so genial. Echt eine Sache, an die habe ich persönlich gar nicht gedacht, dass man sowas machen könnte. Die Entwickler haben es trotzdem gemacht. Danke dafür, das ist ultra geil. Das ist echt tatsächlich ein Feature, was diese Kisten hier fast überflüssig macht. Hätte mir die gesamte Kacke sparen können. Das ist so genial. Das ist so genial. Das ist einfach nur krank. Finde ich geil. Ja. Mag ich. So, kam jetzt gerade jemand on? Marco. Hi, Marco. So, genau. Wir waren hier gerade bei den Gleisen. Dann machen wir auch direkt mal weiter. Wir haben hier schon alles weggeräumt, was hier irgendwie im Weg sein könnte. Also der Busch hier muss auf jeden Fall auch weg.
Ah, ne, das Glas mache ich mal lieber nach unten. Das macht hier. Ah ja, und hier kommt nämlich jetzt unser Weg. Das heißt, müssen wir sowieso gucken, wie wir das Ganze machen. Ist Marco überhaupt noch on oder ist er direkt wieder gegangen? Marco joins the game. Nee, Marco ist noch on. Ach, Sören ist auch on. Hi, Sören. Was? Danke für Vanilla-Server, die Area High Limit Rechte. Ah ja. You have a mail. Oh mein goodness. Inbox. Ne, nicht Inboy, Inbox. Ich bin zu viel Gameboy. Marco ist mein Bruder. Wir spielen gerne zusammen. Ah, schau mal einer, guck. Ist das quasi hier. Upsala. Ein Familienserver. delete all. Nur warum hat sie mir das extra als Mail geschickt? Hm. Man weiß es nicht. So, wie machen wir hier? Ich würde gerne hier. Ah, das ist alles doof. Weil. Hallo? Achso, ich bin wieder voll. Ach man. Wir arbeiten ja hier mit Dreifach, also mit Dreierschrägen. Also was ich damit meine, ist Dreier. Also ein flotter Dreier. Nein. Oder? Abmache ich das überhaupt? Mal gucken. Ja, doch, genau, genau. Hier. Eine Schräge zieht sich über drei Blöcke hin. Man kann man ja als Zweier oder als Dreier Ausführung bauen. Und weil Zweier aber, ne, das kenne ich ja, ist ja absolut, ist ja, ne. Ne, kann man hier einmal als Zweier bauen. Hat gut funktioniert. Okay, warum funktioniert das jetzt so nicht? Marco left the game, oh mein Gott. Tun wir was mal hier. But why do you... Okay, es funktioniert einfach gar nicht mehr. Verstehe ich nicht. Ist die Mod kaputt? Also an irgendeiner Neuerung kann es nicht liegen, weil ich habe die Mod seit Ewigkeit nicht mehr aktualisiert. Funktioniert denn mit der Schräge überhaupt noch? Hä? Nani? Was ist jetzt hier gerade los? Warum wird da keine Schräge? Ach, da. Ja, Gott. Man braucht ja direkt hier diese Schrägblöcke. Das sind ja spezielle Gleise. Dann müssen wir die erst noch bauen. Na gut, dann. Ach, scheiße, warte. Dann, ja. Tun wir diesmal. Fuck. Brauchen wir noch Schrägen? Frage ist, wie viele brauchen wir? Ach komm, ich baue erstmal. Ich baue einfach ein paar. Ja. Alter, scheiße. Da brauchen wir spezielle Blöcke für. Wer hat sich denn die Kacke ausgedacht? So, haben wir vielleicht noch. Ach man. Haben wir vielleicht noch ein paar. Gleise waren hier drin. Schrägen. Nö, haben wir keine mehr. Na gut, dann muss ich tatsächlich welche bauen. Dafür brauchen wir Kies und Gleise. Ich würde mal sagen, der nimmt einfach nur Kies mit. Der ist natürlich komplett im Lager. Danke dafür. Der nehme ich erstmal nur Kies mit und baue die Schrägen immer dann, wenn wir sie auch brauchen. Dass wir dadurch immer zu viele dabei haben. Das Problem ist, man baut immer gleich zwei Schrägen mit einmal. Genau. Wir brauchen aber immer eine ungerade Anzahl. Das heißt, ja. Im schlimmsten Fall haben wir dann eine Schräge übrig. Mal, was soll's. Dann ist es halt so. Alter, boah. Ich muss mein Inventar aufräumen, leer machen. Ich bin jetzt quasi schon voll. Da passt ja gar kein Kies mehr rein. So wird das auf jeden Fall nicht. Wo ist die Graskiste? Ist das hier? Jawohl. Ja, so Schunter mir reinklatschen. Braucht alles keine Sau. Achso, halt die Dinger, die hatte ich ja woanders hingepackt. Die Frage ist nur wo. Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Bei Holz? Tatsächlich, bei Holz. Lol. Hm, auch gut.
Ich habe schon verdammt viele Setzlinge. Schön. Unsere ganzen Gummibäume da hinten. Da kann man sich den Kopf dran gegenschlagen, ohne dass man Schmerzen bekommt. Wäre witzig, wenn so ein Gummibaum. Ich meine, ja, Gummibaum an sich klingt schon falsch. Ist ja kein Baum aus Gummi, sondern ist ein spezieller Baum, der ein Harz hat, woraus man halt Gummi herstellen kann. Von daher nenne ich den Baum quasi einfach nur immer liebevoll Gummibaum. Ich weiß gar nicht, wie der an sich heißt. Gucken wir einfach mal. Vielleicht gibt es ja ein Namelein. Wo ist denn der? Der ist ja wirklich Gummibaum. Gott. Ja. Auf jeden Fall, wenn man dagegen schlägt, der schwingt nicht nach oder sowas. Also ist kein Baum aus Gummi, ne? Also für die, die sich da irgendwie so Hoffnung machen, oh, geiler Sandsack. Nein. So funktioniert das Leben nicht. So, wir brauchen immer noch Kies. Da. Da haben wir ein bisschen Kies. So, du kommst einmal. Achso, siehst du, können wir auch eigentlich auch dieses Shield Gravel hinklatschen. Das richtige Kies brauchen wir nur für die schrägen Gleise. Hier reicht ja das Shield Gravel komplett aus. So, wir brauchen schräge Gleise. Gib mal alles, was du hast. Und dann machen wir erstmal. 6 brauchen wir auf jeden Fall. Denn wir müssen hier einmal runter, wir müssen hier einmal runter. Dann sind wir quasi schon fast auf der Höhe. Dann müssen wir bloß noch da hinten. Und da müssen wir dann auch zweimal runter oder einmal runter. Sieht fast so aus, wie als wären wir da. Ja, da müssen wir auch zweimal runter. Da sind wir komplett auf Wasserhöhe. Das heißt, da brauchen wir dann auch nochmal 2. Gut, das heißt, wir brauchen insgesamt 12 Stück. Passt doch, denn reicht ja doch genau. Also, dann haben wir keinen zu viel oder sowas. Schönes Ding. So, du kommst dann. Ja, wie gesagt, ist denn hier jetzt mitten im Weg. Ich werde den Weg also tatsächlich doch komplett anders verlegen. Das heißt, du kommst ja auch weg. Schön, dass die Blume einfach in der Luft stehen bleibt. Das juckt die gar nicht. So, und hier müssen wir mal gucken. Das Gleis geht auf jeden Fall bis mindestens. Bis mindestens hier vorne. Das heißt, der Weg würde dann hier so lang gehen. Ah, das ist schon fast zu viel. Sieht das gut aus? Oh doch, das kann man so machen. Höchstens das Ding hier kommt noch weg. Dann mache ich auch noch mal ein bisschen Shield Gravel hin. Na doch, so ist das Ding. So sieht besser aus. Wo ist der Sandblock hin, den wir gerade abgebaut haben? Ich habe es gar nicht aufploppen gehört. Okay. So, okay. Dann haben wir jetzt hier schon mal Gleis. Tada! Das Gleis geht dann, ja klar, hier genau durch den Busch durch. Das war klar. So, dann geht das Gleis hier weiter runter. Das heißt, wir haben auch hier wieder so Dingsterbumster. Das heißt, der Sandblock hier muss weg. Gleise, da sind die Gleise. Dankeschön. So, dann geht es jetzt hier weiter. Bumm. Und auf der Höhe bleiben wir denn jetzt. So, die Frage ist, wo gehen wir schräg rüber? Direkt hier in die Flucht oder gehen wir hier noch an den Baum dran vorbei? Ich würde tatsächlich eher die Flucht benutzen. Ja, machen wir auch, machen wir auch, machen wir auch. Okay, das heißt, wir müssen mal gucken. Haben wir Kiefernholz dabei? Haben wir. Sehr schön. Sehr schön. So, ich würde nämlich möglichst nah an dem Haus hier dran vorbeigehen. Damit das Ganze hier
einigermaßen kompakt bleibt und das gleichzeitig einfach 3 Kilometer weiter weggeht. So, hier hinten sind die Häuser. Genau, ja gut, okay, die gesamte Erde muss dann natürlich auch wieder weg, war klar. So, die Frage ist, wo endet das Gleis überhaupt? Wo könnte am besten ein Bahnhof hinkommen? Eigentlich hier. Da kommt hier so ein kleiner Bahnsteig hin, hier kommt der Weg da vorne hin und dann haben wir hier so einen kleinen Bahnsteig. Da müsste aber der Teil hier ein bisschen eingedämmt werden, ist aber technisch kein Problem. Das heißt, das Gleis kommt tatsächlich... Ich mache schon mal hier so kleine Orientierungspunkte, damit ich später auch, ne, damit du schon mal weißt, in welcher Flucht wir das Ganze bauen wollen. So. Und das Gleis kommt dann hier irgendwann später, genau bei dem Baum, später raus. So, das heißt, es geht hier vorne lang und trifft dann hier auf Wasser. Jetzt fällt mir natürlich ein, wir müssten hier die Erde gar nicht abtragen, weil wir müssen ja sowieso hoch. Das heißt, wir können das hier quasi direkt als erste Sprungchance nehmen. Dann geht das Gleis hier direkt hoch. Ja genau, dann geht das Gleis auf jeden Fall hier hoch. So. Dann haben wir hier irgendwann nochmal so einen kleinen Aufstieg, wo es dann nochmal auf den Steg geht. Am besten hier direkt am Ende. Also hier so. Und dann geht quasi direkt ab hier die Brücke los. Und dann schlingelt sich die Brücke hier einfach direkt übers Wasser. Ist das genial oder ist das genial? Ich denke mal, das ist fast genial. Das heißt, die Leute können wieder weg. Okay. Oh, hab zu spät geschrieben. Suchen ist gleich wieder da. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Kiefernholz. Das, was wir haben, dürfte dann für die lange Brücke auf jeden Fall nicht reichen. Ist aber natürlich technisch auch nicht unbedingt jetzt schlimm. So, das heißt, da ab hier eine Brücke ist, können wir die Brücke quasi rüberschlagen, wann wir wollen. Und ich würde es machen, damit wir hier nicht allzu nah dran kommen. Hallo? Ah. Muss ich gucken, wo das Gleis ist. Okay, bei dem Baum hier ist das Gleis. Ich mache einfach mal hier ein Gleis hin, auf wenn es später wieder wegkommt. Hier so ist das Gleis und da geht es dann da so schräg lang. Wohl noch näher hier ran möchte ich denn doch nicht. Wobei eigentlich könnte ich es doch. Wenn ich jetzt hier so schräg bin. Nee. Nee, nee. So, okay, das heißt, ab hier beginnt dann die Schräge. Jetzt muss ich mal gucken. Gott, Alter, so viel Planung schon wieder. In welchen Abstand haben wir die Dinger denn gemacht? Das war immer 2 Stück, ne? Hier einer, 1, 2 und dann der dritte ist wieder das Ding. Genau. 1, 2 und dann wieder ein Block. Okay, okay. Das sollte machbar sein. Hopp. Ja gut, außer dass ich jetzt die Dinger hier nicht sehe. Warum kann man durchs Wasser durch nichts, nicht die Anvisierung sehen? Das ist scheiße. Das ist doch Kacke. Was soll's? Weg da. Was?
So. Sehr schön. Jutin. Was? Sehr rico. Damit ist quasi unser gesamtes Kiefernholz schon alleine für die Stützen hier verbraucht worden. Dann heißt es in der nächsten Folge also auf jeden Fall erstmal Kiefernholz sammeln. So, hier kommen wir hier raus. Das wäre dann... Passt sogar von der Flucht her. Ich würde hier das jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen höher sein. Genau, genau. Das heißt dann ab hier ist direkt Holz. Hoi. Ab hier ist direkt Holz und das geht dann hier weiter. Sieht das hier mit Dreier besser aus? Ja doch, sieht mit Dreier Abstand besser aus. So, jetzt kann ich hier rüberspringen. Ja, scheiß doch nicht. Ich dachte. Bisschen Karussell laufen. Ach ja. So, und hier ist dann jetzt auch immer... Ach, schließt sich schon wieder nichts. Ach, ma. 1, 2, 3. Bum, bum. Ja, danke. 1, 2, 3. Bum, bum. 1, 2, 3. Bum, bum. So. So. 1, 2, 3. Genau da, wo das Gleis ist. 1, 2, 3. Na gut, der Bombenwurm muss sowieso weg. Da führt kein Weg drum herum. Wir sind nur schon wieder fast voll. Scheiße, Mann, dann. Okay, ab ins Haus. Das Flugzeug loswerden. So, du kommst weg, genauso wie der Baum hier wegkommt. Ah, der Baum hier muss leider auch weg. Und der Baum hier auch. Oh Gott, so viele Bäume müssen weg. Traumatisierend. Erde. Dankeschön. Hä? Achso, der war auf der Erde. Nice. Der wieder war in der Erde. Verstehe ich nicht. Mal sind die Bäume in der Erde, mal sind die Bäume auf der Erde. So, that makes no sense. Egal. So. Danke. Und dann... ein Apfel. Perfekt. Gutchen. Dann haben wir das schon mal geschafft. Gut, die Blätter müssen dann auch weg. So ungefähr.
Sehr gut, dann können wir als nächste Folge dann mit dem Brettern, die da drauf liegen, anfangen. Aber da müssen wir erstmal Kiefernholz sammeln. Und ich weiß offen gesagt nicht mal mehr, welches Holz, wo wir Kiefernholz finden, weil das Kiefernholz hatten wir da hinten ja, ne, bei unserer, da wo wir unsere Beete haben, gesammelt. Aber ich sehe da erstmal keine Kiefernbäume mehr. Das heißt, wir müssen da definitiv, obwohl doch, da sind doch ganz viele. Alles gut. Gut, aber wie gesagt, nächste Folge. Bis gleich. So. Ich will mal Alt F4 drücken, aber ja. Geht ja nicht im Vollbild. Bis dann.